Der Grossteil der 15 Millionen Einwohner lebt von weniger als 1 Franken pro Tag und die Lebenserwartung beträgt gerade mal 39. Es fehlt so ziemlich an allem. Hier will der Berner Hoffnung machen und den hunderttausenden Kindern nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern vor allem auch Zugang zu einer Schule bieten. Play Football Malawi ist viel mehr als eine Fußballakademie. Es ist ein Ort, wo Kinder Chancen auf eine bessere Zukunft bekommen. Ich bin in eine Trainerschulung im Fußball auf Malawi gekommen. Ich hatte das gar nicht gesucht. Es hat sich wie ergeben. Es hat mich beschäftigt, dass einfach wirklich so gross Mangel ist, dass die Leute gar nichts haben. Und dann war es für mich schnell mal klar, dass ich ja, in einem der reichsten Länder der Welt, da mache ich doch selber einen Verein, ein kleines Hilfswerk aufziehen. Der Simon Holdener ist Sportlehrer und bietet individuelle Fitnesstrainings an. Eigentlich hat er mit seinem eigenen Unternehmen ja genug zu tun. Und doch hat er die Augen vor dem Elend in Malawi nicht mehr länger verschliessen und gehandelt. Aus seinem kleinen Hilfswerk ist in einem Jahr eine Fußballakademie für 170 Kinder von 6 bis 17 entstanden, die erste Erfolge zeigt. Wenn ich jetzt denke, dass wir nach so kurzer Zeit schon 9 Spieler in der U17-Nazi haben, dann ist das sicher mal sehr eindrücklich, wie sie die Fußballer entwickeln, aber auch in allen anderen Diensten, wo wir dort versuchen, wirklich auch Hilfe zu bieten. Es geht um viel, viel mehr als nur um Fußball. Es geht wirklich um nachhaltige Entwicklung in Malawi, die allen soll zu gut kommen. Im November von diesem Jahr ist er zum zweiten Mal auf Malawi gereist, um die Fortschritte des Hilfswerks zu kontrollieren und mit grossen Plänen für die Zukunft. Play Football Malawi! Mit dem Gepäck zu Malawi hat der Simon Holdener Fußball, Liebli und Trainingsutensilien. Die Kinder danken es mit vollem Einsatz. Für sie ist das Training eine willkommene Abwechslung. Nur die wenigsten können hier Schule besuchen. Es fehlen gut 30'000 Lehrkräfte im Land. Play Football Malawi lehrt die Kinder darum auch lesen und schreiben. Ich habe immer alles als Chancen gesehen. Und nicht einfach als, ja, hier hat es nichts, das ist unmöglich. Sondern wirklich, hier hat es nichts, das bietet Möglichkeiten ohne Ende. Und so hilft Play Football Malawi vor Ort damit, dass sich die Kinder richtig ernähren können. Mit Eiweiß zum Beispiel. Trotz zahlreicher Helfer vor Ort braucht der Aufbau von so einem Betrieb viel Ressourcen, Motivation und Kraft. Das musste Simon Holdener schnell merken. Wenn ich müde bin oder irgendwie schlecht gelaunt oder so, und dann habe ich manchmal schon völlige Krisen und sage, was machst du eigentlich genau, was willst du hier beweisen? Und das sind aber sehr, sehr seltene Momente. Und die anderen Momente die sind mega überwiegend, wo wirklich siehst, eben, wie das Projekt wächst, wie es sich entwickelt. Und das begeistert mich einfach zu sehen. Play Football Malawi wächst schnell. Fast jeden Monat kommen neue Teams dazu. Heute haben hier auf dem Campus gut 170 Kinder Platz für Unterricht und Fußballtraining. Weitere 100'000 im ganzen Land warten aber auf so eine Chance. Darum ist Simon Holdener unterwegs, um einen neuen Campus zu organisieren. Am Stadtrand der Hauptstadt Lilongwe ist er fündig geworden. Es hat so viele Kinder hier, in der Community, mit Schulgebäuden, mit Bibliothek. Wirklich. Ja, das hat riesen Potenzial, auch wenn jetzt hier die Strasse, wie das aussieht, wie das da irgendwo im letzten Loch wäre. Aber dahinter, also, das ist eigentlich sehr zentral. Die beiden Parteien sind sich schnell einig. Play Football Malawi hat das Grundstück, wo 5 Fußballplätze, ein Schulgebäude, eine Bibliothek und Büroräumlichkeiten entstehen, für 20 Jahre pachten. So kann das Hilfswerk schon ab März vom nächsten Jahr doppelt so viele Kinder aufnehmen. Der Geschäftsführer des Malawi, der Engländer George Maguire, ist begeistert. We stand on the threshold of a massive opportunity to really try and develop football in a way that hasn't happened here and give Malawians something to be proud of and also to give the young Malawians here a role model for them to look up to. The country is football mad, and for what it would mean, and it would touch every community, almost every life that's conscious of football would be inspired if we could get one player into a decent league. Malawi hat so Strukturen, wie sie die Akademie von Simon Holdener bietet, dringend nötig. Hier gibt es für die Jungen sonst keine Freizeitbeschäftigung und schon gar keinen Juniorenfußball. Der malawische Fußballverband ist zu uns und die Akademie kommt, der technische Direktor, und sagt, wir sind die beste Akademie im ganzen Land, nach 4 Monaten.
Und das ist sehr schön für uns, aber ist eigentlich ein Armutszeugnis für das Land. Die Chancen, dass es auch wirklich der eine oder andere in die erste Liga schafft, stehen gut. Das zeigt der Besuch auf dem Fußballplatz und der Smalltalk mit dem Trainer. You think one of those players can be in the Super League in 5 years? Not them in this age, but okay, in the future. Mm-hmm. Not one, but I believe 7 or 6 players will play in the Super League. Really? Because there's a lot of talented players. Und auch die es nicht in die erste Liga arbeiten, können sich dank einer ganzheitlichen Ausbildung bei Play Football Malawi eine gute Grundlage für ihr späteres Leben schaffen.